So, hallo. Also ich freue mich, dass ich auch dieses Jahr wieder bei den TUX-Tagen dabei sein darf. Letztes Jahr durfte ich schon mal einmal einen Vortrag halten. Und wie mein Bruder sagen würde, was wir heute machen ist, ich werde euch auf die verschiedensten Art und Weisen zeigen, wie man eine LED zum Leuchten bringt. Nein, Spaß beiseite. Es geht heute über Mikrocontroller-Programmierung. Und auf meinem ersten Bild sieht man mal so ein Setup, wie man früher Mikrocontroller programmiert hat oder wie man es heute auch noch machen kann. Und wir sehen, dafür brauchen wir verschiedenste Softwaren und auch ein gewisses Hardware-Setup. Gehen wir es doch einfach einmal durch. Also hier oben links haben wir einmal einen Texteditor, in dem wir den Programmcode schreiben können. Der ist dann in einer menschenlesbaren Form. Damit aus dieser menschenlesbaren Form eine maschinenlesbare Form wird, benötigen wir einen sogenannten Compiler. Den sieht man jetzt mal hier rechts auf diesem Bild. Und dieser Compiler wandelt eben den Source-Code in Maschinencode um. So, jetzt haben wir den Maschinencode auf unserem PC. Wir müssen den aber irgendwie auf unseren Mikrocontroller bringen. Und dafür hat man eben einen Debugger. Über einen Debugger kann man einmal ein Programm laden auf dem Mikrocontroller und es dann eben auch testen. Also wirklich Befehl für Befehl, das Programm durchsteppen, sich anschauen, welche Werte die Variablen haben und so weiter und so weiter. Dann hier auf meinem Laptop sieht man eben jetzt auch den Mikrocontroller, den ich programmieren möchte, hier auf so einem Breadboard und hier ist die LED, die ich ansteuern möchte. Und um eben jetzt vom PC auf diesen Mikrocontroller zu kommen, braucht man hier noch so einen Hardware-Debugger, der eben diese Verbindung aufbaut. Dieses Setup ist relativ kompliziert und schreckt natürlich Einsteiger auch ab, weil man schon auf relativ viel achten muss, um nur eine LED blinken lassen zu können. Gott sei Dank gibt es mittlerweile angenehmere und leichtere Setups. Ein relativ bekanntes Setup ist das Arduino-Framework, über das eben auch Mikrocontroller von verschiedenster Art recht angenehm programmiert werden können. Und ein anderes ist eben MicroPython. Und hier auf diesem Bild sieht man mal das Setup, das man braucht, um einen Mikrocontroller mit MicroPython programmieren zu können. Hier haben wir jetzt nur noch die Tony IDE offen. Hier können wir eben hier oben den Quellcode schreiben und hier unten können wir das Programm testen und debuggen. Also ist bereits alles fertig integriert. Und der Anschluss des Boards ist auch wesentlich einfacher. Hier wird das Board einfach über USB an den PC angeschlossen und der PC kommt auf das Board drauf, kann Programme laden und man kann es debuggen. Also dieses Setup ist schon wesentlich vor allem einsteigerfreundlicher. Und wie man MicroPython benutzt, das möchte ich euch jetzt in der nächsten Stunde einmal zeigen. Genau, und ich habe meinen Vortrag den Untertitel gegeben: Mikrocontroller mit Python in Tony auf Linux programmieren. Und ich finde, damit ist eigentlich alles gesagt. Also, lasst uns starten. Zunächst aber mal ein paar Worte über mich. Also, ich arbeite als HBNA Softwareentwickler. Das heißt, die kompletten Embedded Interfaces und Schnittstellen, die ich euch heute in diesem Vortrag vorstellen werde, kenne ich aus der Arbeit relativ gut. Seit 10 Jahren nutze ich eigentlich privat ausschließlich GNU/Linux-Systeme und im Beruf setze ich sie auch immer ein, wo ich eben kann und darf. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, den ich euch hier mal verlinkt habe. Mein Kanalname ist Johannes for GNU under Linux. Und auf diesem Kanal konzentriere ich mich eben auch auf Embedded Linux Programming und auch auf Linux Treiber Programmierung. Würde mich freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischauen würdet. Und hier habe ich auch noch meine Webseite und meinen Kontakt, den ihr auf dieser Webseite findet, angegeben. Also meine Webseite findet ihr unter www.gnu-linux.rocks. Und auf dieser Webseite findet ihr eben auch einen Link zu meiner E-Mail-Adresse, falls nach dem Vortrag und nach der Fragerunde noch Fragen an mich wären. Gut, bevor wir jetzt wirklich anfangen, noch ein paar Worte über diesen Foliensatz, den ich hier zeige. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon einen Vortrag über freie und quelloffene Software halte, möchte ich meinen Foliensatz auch unter eine freie und quelloffene Lizenz stellen. Und ich habe mich deswegen für die Creative Commons by Name Share Alike Lizenz entschieden. Was besagt diese Lizenz aus? Naja, am Ende des Vortrags könnt ihr euch diesen Foliensatz von meiner Webseite und von der TUX-Tagen-Webseite runterladen und ihr dürft ihn an jeden weiterverteilen. Und ihr dürft ihn auch remixen. Das heißt, ihr dürft einzelne Folien herausnehmen oder neu zusammenfügen oder Folien hinzufügen, wie ihr wollt. Die einzigen zwei Bedingungen sind: einmal eine Namensnennung des initialen Autors, also von mir, ist notwendig und der Remix muss unter derselben Lizenz weitergegeben werden. Also wieder der Share, Creative Commons Share Alike by Name Lizenz. Und hier unten könnt ihr schon sehen, ich habe jetzt hier 43 Folien, aber nur 60 Minuten Zeit. Also ich werde jetzt nicht alle Folien schaffen, die ich jetzt hier eben zeigen, also die ich hier in diesem Foliensatz habe. Das ist allerdings nicht so schlimm. Ich finde, der Foliensatz ist so gemacht, dass man ihn auch zum Nachschlagen verwenden kann und gegebenenfalls sich eben selbst dadurch in ein Thema einlesen kann.
Außerdem findet ihr zum MicroPython auch extrem viele Informationen online. Gut, dann wollen wir mal drüber reden, was ist MicroPython eigentlich und welche Hardware wird überhaupt unterstützt von MicroPython? Also MicroPython ist die Idee, die recht beliebte und populäre Programmiersprache Python auf Mikrocontroller zu bringen. Also Python ist eine sehr bekannte und beliebte Programmiersprache, gerade wenn es um den Raspberry Pi geht, aber sie wird auch sehr gerne zum Beispiel im Bereich der Datenanalyse oder für KI-Systeme verwendet. Der Grund, warum Python so beliebt ist, ist, weil es mit einer Vielzahl fertiger Module kommt. Sagen wir mal, wenn wir einen Raspberry Pi haben und jetzt ein Display anschließen möchtest, dann ist die Chance relativ hoch, dass man schon ein fertiges Python-Modul für dieses Display findet. Man muss dann nur zwei, drei Funktionen aufrufen, das Display funktioniert, ohne dass man sich tiefergehend mit dem Datenblatt und mit dem Display an sich auseinandersetzen müsste. Und MicroPython probiert eben diese Vorteile von Python auf Mikrocontroller zu bringen. Weil bei einem normalen Python braucht man eigentlich ein laufendes Betriebssystem, das kann Linux, Windows oder macOS sein, aber es wird eben ein Betriebssystem benötigt, damit es läuft. Und MicroPython ist eben der Versuch, Python direkt auf einen Mikrocontroller ohne Betriebssystem zu bringen. Gut, dann habe ich hier auch mal eine Auswahl von unterstützten Boards euch mal hier gezeigt. Hier links sieht man das in der Maker-Szene sehr populäre ESP32-Board. Dieses Board ist sehr beliebt, weil es auch gleich WLAN integriert hat. Also mit diesem Board kann man auch Online-Dienste anbieten oder nutzen. Und auf diesem Board ist eine OpenRISC-V Prozessor integriert. Dann hier in der Mitte haben wir den Raspberry Pi Pico, den ich auch für diesen Vortrag verwenden werde. Das ist eben ein Mikrocontroller von der Raspberry Pi Foundation und hier in diesem Controller sind eben zwei ARM-Cores integriert. Und hier ganz rechts sieht man noch ein Board von ST Microelectronics. Das verkaufen die ebenso und auf diesem Board läuft zum Beispiel auch MicroPython. Die komplette Liste der unterstützten Boards findet ihr auf micropython.org. Das schauen wir uns aber gleich nochmal genauer an. Gut, dann wollen wir mal über den Mikrocontroller reden, den ich heute verwenden möchte. Also ich möchte heute hier links den Raspberry Pi Pico verwenden. Dann gehen wir doch mal kurz durch, was für Schnittstellen ihr eigentlich alle anbietet oder was auf diesem Board eigentlich alles oben ist. Hier oben sehen wir einen USB-Konnektor. Dann hier unten haben wir ein paar Spannungsregler, die die 5 Volt von USB auf die 3,3 Volt des Mikrocontrollers umwandeln. Dann hier haben wir den Mikrocontroller, den Chip an sich. Wie schon erwähnt, werkeln da eben zwei ARM Cortex M0 Plus Prozessoren in diesem Chip. Hier haben wir einen Quarz oder einen Oszillator, der eben den Takt für den Mikrocontroller generiert. Dann der Mikrocontroller an sich hat keinen nicht flüchtigen Speicher. Also wenn man den Controller wieder ein- und ausschaltet, sind alle Daten verloren. Um aber Programmcode ablegen zu können, ist hier oben ein kleines SPI-Flash integriert. Und in diesem Flash können eben die Programme gespeichert werden. Und hier oben haben wir noch einen Taster, über den wir eben den Boot-Mode auswählen können. Weil wenn dieser Chip startet, funktioniert das wie folgt. Zuerst schaut er, ob hier in diesem SPI-Flash bereits gültiger Programmcode liegt. Und wenn das so ist, lädt er sich den runter und startet das Programm. Ist allerdings dieses Flash hier leer, dann geht er in den USB-Boot-Mode. Das heißt, er wird vom PC dann wie einen USB-Stick erkannt und über Drag und Drop können wir dann eben ein Programm rüberziehen. Wenn dieses Flash jetzt allerdings schon voll ist und wir trotzdem den Controller neu programmieren wollen, müssen wir bloß diesen Taster hier gedrückt halten, wenn wir ihn an den PC anschließen. Und dann geht er auch in diesen USB-Boot-Mode und wir können wieder Programme rüberziehen. Und hier rechts sieht man noch den Raspberry Pi Pico W, weil der Nachteil von diesem Board hier ist, man kann eigentlich defaultmäßig nicht ins Internet. Und das versucht dieses Board hier eben zu lösen. Entschuldigung, der Aufbau ist eigentlich eins zu eins dasselbe wie auf dem Board. Der einzige Unterschied ist, hier unten haben wir nochmal einen Chip, der eben eine WLAN-Verbindung für dieses Board ermöglicht. Preislich fängt jetzt dieser Raspberry Pi Pico ungefähr ab 5 Euro an und ist somit relativ günstig. Für den WLAN-Chip muss man nochmal 5 Euro draufzahlen, dann ist man ungefähr bei 10 Euro, was dieser Chip hier kostet. Gut, dann wollen wir uns einmal anschauen, wie wir MicroPython eigentlich auf den Controller draufbringen. Aber anstelle, dass ich euch das jetzt hier einfach vorlese, zeige ich euch jetzt einfach einmal kurz. Also hier bin ich auf der offiziellen MicroPython-Website, micropython.org. Und hier finden wir einen Download-Link. Gehe ich mal drauf. So, und hier sehen wir jetzt
alle Boards aufgelistet, die MicroPython eben unterstützt. Und hier sieht man zum Beispiel den ESP32, den ich euch eben schon gezeigt habe. Und jetzt gehen wir mal runter und schauen mal, ob wir hier den Raspberry Pi Pico finden. So, ha, hier ist er. Also hier haben wir einmal den Raspberry Pi Pico und hier haben wir einmal den Raspberry Pi Pico mit WLAN. Ich gehe jetzt hier einfach mal drauf und dann können wir uns jetzt hier eben die neueste Firmware-Version herunterladen. Also in diesem Binary ist dann eben MicroPython und alles, was wir dafür brauchen, drin. Ich downloade das jetzt einfach mal in meinen Temp-Folder. Genau, jetzt wurde es hier heruntergeladen. Und jetzt, hier habe ich eben meinen Raspberry Pi Pico W. Okay, die Kamera muss ich kurz neu starten, Entschuldigung. So, gib mir kurz eine Sekunde. Okay, ich stecke sie mal kurz an und ab. Ist das vielleicht Kamera 2? Das ist ein bisschen blöd. Ich stecke sie noch mal kurz an und ab. Gib mir eine Sekunde. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wechsle ich mal kurz die Kamera. Dann nehme ich die Kamera, die jetzt hier noch mein Gesicht gezeigt hat, mal her, um eben hier auf mein Setup zu schauen. Tut mir nochmal leid für diese Unannehmlichkeiten jetzt, aber es hilft jetzt leider nichts. So. Okay, jetzt sollte mein Setup sehen können. Ich wechsle das mal kurz auf diesen Bildschirm hier. Das Fenster kann ich zumachen und das macht mal ein bisschen größer. Okay, die Auflösung von der Kamera ist leider nicht so super, aber das sollte jetzt eben reichen für den Zweck hier. Gut, also hier habe ich jetzt wieder meinen Raspberry Pi Pico W. Ich halte jetzt hier diesen Taster gedrückt und stecke jetzt eben das USB-Kabel an meinem PC mal an. Gut, anschließend mache ich mal meinen Dateimanager auf und gehe hier einfach mal in den Temp-Ordner. Und wir sehen hier rechts, wurde jetzt der Raspberry Pi Pico W erkannt. Ich mache den jetzt einfach mal hier auf und wir sehen, hier gibt es halt ein paar Informationsdateien. Hier wird quasi beschrieben, wie man Programme auf dem Raspberry Pi Pico starten kann. Und alles, was ich jetzt tun muss, ist, dieses MicroPython-Binary hier einfach auf diesen Massenspeicher vom Raspberry Pi Pico draufzuziehen. Ich mache das einmal, jetzt kopiere das mir kurz. Jetzt wurde es kopiert und jetzt verschwindet auch dieser USB-Stick, weil jetzt eben das Programm geladen wurde und jetzt läuft hier auf diesem Controller eben MicroPython. Und das war eigentlich schon das ganze Setup. Bei den anderen Boards kann dieses Setup etwas anders funktionieren und ablaufen. Ihr findet allerdings auf der MicroPython-Seite auch immer Installation Instructions, die euch eben sagen, wie ihr es schafft, dass ihr die MicroPython auf den Controller zum Laufen bekommt. Okay, cool. Jetzt läuft also MicroPython auf den Raspberry Pi Pico. Was können wir jetzt eigentlich damit alles machen? Naja, der Schlüssel sind wieder hier diese Stiftleisten-Pins, die wir hier sehen. Und die Interfaces, die hier angeboten werden, möchte ich jetzt einfach mal kurz durchsprechen. Also hier in hellgrün sehen wir einmal die GPIO-Pins. GPIO-Pins können als digitale Ein- und Ausgänge genutzt werden. Darauf gehen wir dann später nochmal genauer ein. Dann hier oben haben wir ein paar Pins zur Spannungsversorgung. Hier oben haben wir zweimal 5 Volt, einmal Ground und hier dann nochmal 3,3 Volt, um eben die Bauteile, die wir anschließen, mit Spannung versorgen zu können. Und wir sehen hier auch einen Haufen Ground-Pins, die über diesen Raspberry Pi Pico verteilt sind, um halt relativ komfortabel Ground abgreifen zu können. Und dann bietet der Raspberry Pi Pico noch verschiedene serielle Protokolle an, zum Beispiel SPI, I²C oder UART. Auf diese Protokolle werden wir dann später noch genauer eingehen. Und was eben auch noch bemerkenswert ist oder erwähnenswert ist, ein Pin kann verschiedene Funktionen haben. Also dieser Pin, eins hier, kann einmal als GPIO-Pin verwendet werden, für SPI, für I²C oder für UART. Das wird eben gemacht, um das Ganze ein bisschen flexibel zu halten und je nachdem, wie der Pin angeschlossen wird, kann man eben verschiedene Interfaces nutzen. Wenn jetzt das starr wäre, dieses Pinout, und ein Pin nur für eine Sache genutzt werden könnte, würde zum Beispiel die Zahl der freien GPIO-Pins sinken. Aber so, wenn man möglichst viele GPIO-Pins will, kann man eigentlich fast alle Pins auch als GPIO-Pins benutzen.
Gut, ich brauche mal kurz einen Schluck und dann geht es gleich weiter. Gut, dann schauen wir uns jetzt einmal die Tony-IDE an, die wir eben verwenden möchten, um jetzt den Controller über MicroPython zu programmieren. Das zeige ich euch natürlich jetzt auch nicht am Bild, sondern hier habe ich diese Tony-IDE einmal offen. Tony kann verwendet werden, um eben normal Python zu programmieren oder um eben in MicroPython zu programmieren. Der Aufbau ist dabei aber immer gleich. Hier oben können wir den Programmcode in Python eben schreiben und hier unten haben wir dann eine Python-Command-Line oder den Python-Interpreter, in dem wir eben einmal das Skript hier oben laufen lassen können, aber wir können auch direkt Befehle eingeben und die werden dann sofort ausgeführt. Dieser Python-Interpreter ist auch ein relativ großer Vorteil der Programmiersprache Python, weil das hier eben einfach angeboten wird, weil das heißt, man muss den Source Code nicht erst kompilieren und in eine maschinenlesbare Form bringen, sondern man kann einfach einen Befehl eingeben und der wird dann automatisch ausgeführt. Und das ist etwas, was Python wirklich sehr komfortabel macht. Gut, aktuell benutze ich hier das lokale Python auf meinem PC. Ich möchte jetzt allerdings diesen Controller hier über MicroPython programmieren. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Dafür gehe ich jetzt hier einfach unter Extras, Optionen. Und hier in der Interpreterspalte kann ich verwenden, welcher Interpreter von Tony genutzt werden soll. Da haben wir hier eben das lokale Python als eine Möglichkeit. Hier unten sehen wir aber schon MicroPython für den Raspberry Pi Pico. Und den wähle ich jetzt einmal aus. Dann hier unten wird er quasi gefragt, wie er sich mit dem Board verbinden soll. Ich kann hier entweder jetzt eine Schnittstelle auswählen oder ich kann sagen, versuche den Port automatisch zu erkennen. Dann mache ich das einmal. Und jetzt sehen wir, dass hier diese Command Line gewechselt hat. Und wir sind jetzt hier bei MicroPython, das auf dem Raspberry Pi Pico läuft. Okay, super. Was haben wir hier sonst noch? Naja, hier oben so die altbekannten Symbole für eine neue Datei, eine bestehende Datei öffnen und eine Datei speichern. Und hier rechts haben wir dann eben noch die Möglichkeit, unser Skript zu debuggen. Dafür haben wir hier die Möglichkeit, das aktuelle Skript auszuführen, zu debuggen. Und das sind jetzt die einzelnen Schritte, dass man das Programm halt Schritt für Schritt durchgehen kann. Hier kann man es noch stoppen. Genau, das ist eigentlich schon alles. Okay, jetzt haben wir uns mal Tony angeschaut. Wie geht es jetzt weiter? Was wollen wir jetzt machen? Naja, ich habe mir jetzt mal ein paar Schnittstellen des Raspberry Pis notiert und einige davon werden wir jetzt in diesem Vortrag durchgehen. Also, wir fangen wieder mit den General Purpose Input Output Pins an. Dann schauen wir uns auf jeden Fall noch den Analog-Digital-Konverter, also analoge Eingangspins an. Dann den I²C-Bus. SPI muss ich schauen, ob wir das zeitlich schaffen. Dann die serielle Schnittstelle und PWM werde ich überspringen, ist allerdings als Info trotzdem im Foliensatz vorhanden. Dann reden wir noch mal kurz drüber, wie man denn mit dem Raspberry Pi Pico online geht. Und am Ende diskutieren wir noch kurz, warum nehme ich jetzt eigentlich dafür MicroPython her? Das kann man doch auf andere Weisen auch lösen. Gut, dann fangen wir mal an mit den General Purpose Input Output Pins. Also GPIO-Pins sind digitale Ein- und Ausgänge. Und beim Raspberry Pi Pico haben die im High-Zustand einen Spannungslevel von 3,3 Volt, wenn wir den Pin auf Ground schalten, einen Spannungslevel von 0 Volt. Und Achtung, der maximale Strom ist begrenzt, also wir schließen unseren Raspberry Pi Pico ja über USB an. Bei USB können wir maximal 500 mA an Strom ziehen. Das heißt, wenn wir jetzt Motoren ansteuern wollen, die mehr Strom brauchen, brauchen wir eine externe Spannungsversorgung und müssen den Motor zum Beispiel bei einem Relais ein- und ausschalten. Gut, dann, wie schaut so eine GPIO-Schaltung denn aus? Habe ich hier mal beispielhaft gezeigt. Also hier möchte ich einmal einen digitalen Ausgang nutzen, über den ich hier diese LED ansteuere. Wichtig bei der LED ist es immer noch einen Vorwiderstand vorzusehen, der den Strom durch die LED begrenzt. Ansonsten können wir die LED eben kaputt machen. Und hier sehen wir, der Anschluss ist relativ einfach. Hier haben wir einfach einen Pin. Der geht an die LED, dann der Vorwiderstand, dann geht es wieder gegen Ground. Und hier unten haben wir quasi noch einen Taster, den wir ansteuern wollen. Also dafür, wenn der Taster nicht, also hier werden einmal die 3,3 Volt angeschlossen. Wird der Taster gedrückt, werden diese 3,3 Volt hier an unseren digitalen Eingang weitergereicht. Und hier ist noch zu erwähnen, hier habe ich noch einen Pull-Down-Widerstand vorgesehen. Dieser Widerstand wird aus folgendem Grund gebraucht. Wenn wir den jetzt wegmachen würden und den Taster nicht drücken würden, wäre hier dieser Eingang floating, heißt das. Das heißt, der hat kein definiertes Potenzial. Das Potenzial wandert und nimmt mal eine 0 und mal eine 1 an. Und wir würden hier in dem Pin mal eine 0 und mal eine 1 zurücklesen.
Wenn wir allerdings hier einen hochohmigen Widerstand gegen die 0 Volt vorsehen und den Taster nicht drücken, ist der Spannungslevel hier definiert auf 0 Volt und wir lesen hier zuverlässig eine 0 ein, wenn der Taster nicht gedrückt ist. Okay, dann wollen wir doch mal unser erstes MicroPython-Programm schreiben und diesen Taster ansteuern. Der einzige Unterschied zu dem Bild hier ist, ich werde jetzt hier keine externe LED anschließen. Hier hat der Raspberry Pi Pico auch eine interne LED und die möchte ich jetzt einfach mal nutzen. Gut, dafür nehme ich mal mein erstes Breadboard und schließe mal den Raspberry Pi Pico an. Gib mir bitte eine Sekunde. So. Und das gehe ich mal hier hin, dass man das auch mit der Kamera schön sehen kann. Also hier oben haben wir jetzt eine Onboard-LED, die wir ansteuern wollen und hier unten habe ich jetzt eben einen Taster angeschlossen. Dann würde ich sagen, schreiben wir mal unser erstes MicroPython-Programm. Von der Maschine importiere ich mir erstmal die Klasse PIN. Dann lege ich mein Objekt der Klasse PIN an und dem Konstruktor muss ich folgende Argumente übergeben. Das erste Argument ist die Nummer des Pins, den ich ansteuern möchte. Das ist hier Pin Nummer 25. Das zweite Argument die Richtung, also ob das ein Eingang oder ein Ausgang sein soll. Mit Pin.out setze ich das Ganze auf Ausgang. Und da möchte ich noch den Taster einlesen oder ein Objekt der Klasse Taster erzeugen. Dafür rufe ich wieder den Konstruktor vom Pin auf. Hier ist die Pin-Nummer die 27 und die Richtung ist Pin.in diesmal. Gut, also wie lese ich jetzt oder wie schreibe ich jetzt oder setze ich jetzt diese LED? Naja, ich lasse diese LED jetzt einfach mal fünfmal toggeln und importiere hier noch eine Sleep-Funktion. So. Um jetzt den Wert zu schalten, rufe ich jetzt einfach mal die Methode value auf und übergebe der eine 1. Das sollte den Pin einschalten. Dann schlafe ich mal 25 Millisekunden. Und jetzt möchte ich die PIN wieder zurücksetzen. Dafür könnte ich einfach PIN.value 0 schreiben. Was aber auch geht, ich könnte auch einfach LED in Klammer 0 machen. Das ist eine Eigenheit von Python, dass das eben auch funktioniert. Und anschließend möchte ich wieder kurz schlafen. Okay, und jetzt möchte ich noch den Zustand des Tasters einlesen. Dafür muss ich einfach bloß Taster.value aufrufen. Und in dem Fall brauche ich keine Argumente. Gut, dann speichere ich das Programm und teste es einmal. Für Speichern klicke ich einfach auf Speichern. Jetzt kann ich auswählen, ob ich es auf meinem PC speichern möchte oder auf dem Raspberry Pi Pico. Ich will es auf meinem PC speichern unter temp gpio.py. Und jetzt führe ich das Programm einfach einmal aus. Ich habe noch einen Fehler drin. Syntax Error Zeile 7. Oh, for e in range, natürlich. Und jetzt sehen wir, dass hier die LED blinkt. Ah, okay, und hier muss ich noch eine, den Wert hier konvertieren von Integer zu einem String. Das hier konvertiere ich jetzt einfach mal aus, dass wir gleich den Taster einlesen können. Also aktuell ist der Taster nicht gedrückt. Ich drücke den Taster mal. Und jetzt sehen wir, dass wir hier eine 1 bekommen, dass der Taster gedrückt ist. Wenn ich wieder loslasse, das Programm nochmal starte, bekommen wir jetzt hier wieder die 0. Okay, super, also GPIOs funktionieren schon mal. Welche weitere Bauteile können wir denn jetzt noch über digitale Ein- und Ausgänge nutzen? Naja, wir haben einmal Optokoppler oder Relais, um eben höhere Ströme zu schalten. Wir können Displays ansteuern, zum Beispiel dieses sehr berühmte 2x16-Zeichen-Display. Und wir können auch Segmentanzeigen ansteuern. Da gibt es natürlich noch verschiedene Sensoren, zum Beispiel ein Ultraschallsensor, der auch nur über GPIO-Pins angesteuert werden kann. Wasser, um Töne zu erzeugen oder Dip-Schalter, um eben mehrere Taster auf einmal einzulesen. Okay, gut, dann schauen wir uns nun den Analog-Digital-Konverter an. Also, der Raspberry Pi Pico, das habe ich leider vergessen zu erwähnen, wie ich die Schnittstellen durchgegangen bin, hat hier oben auch drei analoge Eingänge. Also hier können wir jetzt kein digitales Signal anlegen, sondern ein analoges Signal, das jetzt eben zwischen 0 und 3,3 Volt schwanken kann. Und der Analog-Digital-Konverter wandelt mir dann eben diesen analoge Spannung von 0 bis 3,3 Volt in eine digitale Zahl um, mit der der Raspberry Pi Pico was anfangen kann. Und die Auflösung ist dabei abhängig von der Hardware. Gängige ADC-Auflösungen betragen zwischen 8 und 16 Bit
Und je höher die Auflösung ist, umso genauer können wir jetzt eben den Spannungswert ermitteln. Gut, dann wie schaut so eine Schaltung aus? Hier verwende ich ein Potentiometer. Das ist quasi ein einstellbarer Widerstand. Also wir können uns das so vorstellen, wir haben zwischen dem und dem Pin einen Widerstand und zwischen dem und dem Pin einen zweiten Widerstand. Der Gesamtwiderstandswert ist immer konstant, also der Gesamtwiderstandswert zwischen dem und dem Pin ist immer konstant. Aber der Widerstandswert an diesem Pin, der ändert sich eben. Und hier haben wir quasi diesen ADCS-Drehbar. Und je nachdem, wie dieser Drehschalter eben gestellt ist, wird ein anderer Wert oder ändert sich dieser Spannungsteil und wird sich hier eine andere Spannung einstellen. Dann hier schließe ich den Pin einfach an die 3,3 Volt und an die 0 Volt Spannungsversorgung des Raspberry Pi Picos an. Und hier geht eben dieser Mittelabgriff zu meinem analogen Eingang. Gut, dann wollen wir das Ganze auch mal programmieren. Dafür lege ich jetzt einfach hier eine neue Datei an und speichere sie wieder auf meinem PC unter temp adc.py. Von der Maschine importiere ich mir jetzt die Klasse ADC. Dann lege ich mein Objekt der Klasse ADC an und als Argument muss ich hier einfach nur die Nummer des Pins angeben. Das ist bei mir jetzt die 27. Und um den Wert des ADCs auszulesen, muss ich einfach die Funktion readU16 aufrufen. Das U16 heißt, dass wir eine Auflösung von 16 Bit erwarten und bekommen. Und wenn ich jetzt diesen Wert in eine Spannung umrechnen will, muss ich einfach den Wert mal 3,3 Volt nehmen und durch die Auflösung des ADCs, also in dem Fall 206, 2 hoch 16, teilen. Okay, dann lass mich bitte noch dieses Setup kurz einmal umbauen. Also hier ist quasi mein ADC. Der kann hier jetzt halt über einen kleinen Schraubenzieher eben geändert werden. Ah, der Pin hier ist ein bisschen verbogen. Gib mir kurz eine Sekunde. So, also hier haben wir einmal den Mittelabgriff. Dann brauchen wir hier einmal einen Abgriff gegen die 3,3 Volt und noch einen zweiten Abgriff gegen Ground. Und damit haben wir das Setup eigentlich schon wieder abgeschlossen. Gut, dann würde ich sagen, stelle ich mal hier den Pin hier so auf einen Mittelpegel ein. Und starte mal das Programm. A Connection Lost. Scheinbar habe ich hier jetzt versehentlich den abgeschossen. Jetzt wähle ich hier einfach okay. Habe ich irgendwie einen kurzen drauf? Gib mir mal kurz eine Sekunde. Das ist immer blöd, immer wo Hardware ins Spiel geht, kann schnell irgendwas kaputt werden. Aber ich hoffe, das kriege ich jetzt wieder hin. Na. Eine kurze Sekunde. Tatsächlich, mein Raspberry Pi Pico taucht nicht auf. Warum das? Ist auch ein bisschen blöd, weil da keine LED drum ist, die anzeigt, dass der jetzt eben bereit wäre. Okay. Ah doch, hier haben wir jetzt die Schnittstelle wieder. Okay. Dann müssten wir den hier jetzt auch wieder auswählen können. So, versuche Port. Jetzt wählen wir mal diesen Port direkt aus. Okay, wir sind wieder verbunden. Jetzt versuche ich die Schaltung wieder fertig aufzubauen. Dann müssen wir noch die 3,3 Volt weitergeben. 5. Okay, und jetzt können wir das Programm einmal starten und testen. Ich starte es mal. Ach klar, ich habe natürlich die Prints vergessen, also gebe ich jetzt hier oben einmal erstmal den digitalen Wert an und dann hier unten nochmal den Spannungswert. Gut, ich führe das Ganze mal aus. Okay, Mittelabgriff ungefähr 1,84 Volt, mittlere Stellung scheint zu funktionieren. Jetzt schalte ich den mal auf. Jetzt müssten wir eigentlich einen Wert ziemlich nah an 3,3 Volt bekommen, weil ich ihn jetzt hier auf Anschlag eingestellt habe. Jawohl, das ist fast 3,3 Volt.
Und wenn ich den jetzt hier mal auf den anderen Einschlag einstelle, dann müssten wir jetzt eigentlich 0 Volt zurücklesen. Und wir sehen, ja, der Wert ist ziemlich klein. Also der analoge Eingang funktioniert jetzt eben auch. Gut, was sind weitere nützliche Bauteile für analoge Eingänge? Es gibt sehr viele Sensoren, die eben einen analogen Ausgang haben. Zum Beispiel, die eine Feuchtigkeit als Analogwert ausgeben oder eine Temperaturwert als Analogwert. Und diese Sensoren kann man über einen analogen Eingang benutzen. Dann gibt es zum Beispiel noch temperaturabhängige Widerstände, also Widerstände, deren Wert sich ändert, je nachdem, wie die Raumtemperatur oder die Temperatur ist. Und die kann man auch über so einen analogen Eingang auslesen. Gut, dann wollen wir uns jetzt mal das erste serielle Protokoll anschauen und wahrscheinlich auch das einzige serielle Protokoll, das ich in der Zeit heute leider schaffen werde, den I²C-Bus. Der I²C steht für Inter-Integrated Circuit und es ist ein einfacher Zweitradbus. Er besteht also aus zwei Leitungen, einer Datenleitung, abgekürzt SDA, und einer Taktleitung, abgekürzt SCK. Es sind verschiedene Frequenzen hier möglich, einmal 100 Kilobit pro Sekunde, 400 Kilobit pro Sekunde und 1 Megabit pro Sekunde. Das sind die genormten Frequenzen. Die meisten Controller können aber auch die Werte dazwischen verwenden. Und wichtig ist, die beiden Datenleitungen brauchen einen Pull-up-Widerstand gegen 3,3 Volt, damit der Bus korrekt funktioniert. Gut, was ist jetzt eigentlich ein Bussystem? Naja, ein Bus ist einfach bloß als Signalleitungen, die sich mehrere Teilnehmer gleichzeitig teilen. Bei I²C, das ist ein Master-Slave-System, das heißt, es gibt einen Master, das ist der Chef, und der gibt eben alles vor. Und abhängig von dem Zustand des Masters hier antworten die Slaves auf dessen Anfragen. Also hier in dem Bus habe ich jetzt einfach einmal drei Slaves angeschlossen. Und um diese Slaves adressieren zu können, besitzt jeder Slave eine eigene Adresse. Also hier haben wir mal den Slave mit Adresse 1, hier die Slave 2 hat Adresse 16, Slave 3 hat Adresse 4. Und jetzt der Master kann zwei Anfragen stellen. Eine Schreibanfrage und eine Leseanfrage. Sagen wir mal, er möchte jetzt hier in Slave 2 einen Wert schreiben. Gut, was macht der Master dann? Er schickt zuerst die Adresse raus, also in dem Fall die 16, und gibt mit einem Bit an, ob er lesen oder schreiben möchte. In dem Fall wird er dieses Bit halt für Schreiben setzen. Der Slave 2 sagt, okay, ich wurde angesprochen, meine Adresse habe ich am Bus gelesen, dann bestätige ich einmal, dass ich bereit bin. Dann schickt er jetzt ein Acknowledgement zum Master zurück. Und dann kann der Master eben die Daten auf den Bus legen und Slave 2 liest die dann ein und schreibt die dann eben entsprechend. Wenn jetzt ein Lesezugriff kommen soll vom Master, funktioniert das ähnlich. Zunächst legt er wieder die Adresse, sagen wir mal die Adresse 1, er möchte von Slave 1 lesen auf den Bus und setzt das Leseschreibebit auf Lesen. Dann sagt Slave 1, okay, ich bin bereit, du kannst jetzt vor mir lesen. Und dann gibt Slave 1 auf jeder nächsten Taktflanke vom Master eben die Daten an den Master zurück. Und so kann eben das Gerät hier gelesen werden. Es gibt allerdings noch etwas komplexere Geräte. Geräte, die noch nicht nur eine I²C-Adresse haben, sondern die auch interne Adressen haben. Ein Beispiel hierfür ist der LM75A-Temperatursensor, den ich heute auch verwenden möchte. Gut, wie funktioniert das? Naja, also hier, dieser LM75A hat jetzt hier noch vier interne Adressen. Zum Beispiel hinter Adresse 0 finden wir die aktuelle Temperatur. Hinter Adresse 1 finden wir Konfigurationsregister. Hinter Adresse 2 finden wir Hysteresee-Einstellungen. Und hinter Adresse 3 finden wir Übertemperatureinstellungen. Also was macht jetzt zum Beispiel der Master, wenn er jetzt die Temperatur lesen möchte? Naja, in dem Fall muss der Master zwei Zugriffe auf den Bus machen. Zunächst macht er einen Schreibzugriff auf I²C-Adresse 0x48 und er schreibt dann die interne Adresse über den Bus raus, von der er lesen möchte. Also in dem Fall zum Beispiel die Adresse 0. Gut, wenn dieser Zugriff abgeschlossen ist, kommt ein zweiter Zugriff. Diesmal startet der Master einen Lesebefehl. Der Lesebefehl geht an die I²C-Adresse 0x48, also hexadezimal 48. Und auf diesen Request liefert der Slave den Wert entsprechend der zuvor gesetzten internen Adresse, also in dem Fall der Adresse 0, zurück. Und so kann der Master jetzt eben den Temperaturwert zurücklesen.
Ich würde sagen, das probieren wir jetzt gleich einmal aus. Dafür verwende ich hier diesen LM75A Temperatursensor, den ich auf so einem fertigen Board gleich gekauft habe. Der Vorteil, wenn man so ein Board kauft, ist, dass der Sensor schon korrekt angebunden ist, die Pull-Up-Widerstände sind ja auch bereits integriert, also so ein Board ist meistens immer recht angenehm zu benutzen. Gut, dann würde ich sagen, baue ich noch mal kurz meinen Hardwareaufbau um und dann schauen wir mal, ob wir den Temperatursensor auslesen können. Ich stecke hier jetzt mal kurz das ab, während ich umstecke. Und ich muss jetzt erstmal den Raspberry Pi Pico wieder aus diesem Steckbrett rausbringen. So, und ich habe ein zweites Steckbrett vorbereitet, auf den stecke ich jetzt den Raspberry Pi Pico gleich mal drauf. So. Also das ist jetzt der neue Aufbau. Hier sehen wir diesen LM75A Temperatursensor. Hier ist der schwarze und der rote Pin sind die Spannungsversorgung und das sind unsere beiden I²C-Leitungen. So, und jetzt stecke ich den hier mal wieder an und schaue, dass ich mich wieder verbinden kann. Okay, ja, ich bin wieder online. Gut, dann erstelle ich jetzt mal hier eine neue Datei und speichere die wieder auf meinem PC ab. Und die speichere ich wieder unter temp und die nenne ich mal lm75a.py. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Von der Maschine importiere ich mir jetzt die Klasse I²C und die Klasse PIN. Und weil ich wahrscheinlich wieder eine Wartefunktion brauche, importiere ich mir vom time wieder sleep. Okay, dann erzeuge ich mir wieder ein Objekt von der Klasse I²C. Und das Objekt nenne ich I²C. So, und hier muss ich übergeben einmal das I²C-Interface, das ich nutzen möchte, denn der Raspberry Pi Pico hat eben mehrere solche Interfaces verfügbar. Also wir haben hier einmal I²C0 und hier einmal I²C1. Ich benutze hier I²C0. Dann muss ich angeben, welchen Pin ich als Datenleitung verwenden möchte. Bei mir ist das der Pin mit der Nummer 16. Und welchen Pin ich als Taktleitung verwenden möchte. Bei mir ist das Pin Nummer 17. Und abschließend kann ich noch die Frequenz angeben, mit der ich arbeiten möchte. Ich nehme jetzt hier einfach mal 10 kHz. Okay, cool. Dann können wir jetzt, brauchen wir ein paar Variablen. Erst einmal die Adresse, die ist hier eben die 0x48 hexadezimal. Dann die Adresse für das Temperaturregister ist die 0. Und dann brauche ich noch zwar einen Puffer, in den ich quasi meine Daten reinlesen kann. Und dafür lege ich mein Byte Array der Größe 2 an. Und um jetzt die Temperatur auszulesen, muss ich jetzt einen Befehl ausführen, nämlich den Befehl read from memory into. Was diese Funktion, die übernimmt eigentlich schon die zwei Zugriffe für uns. Also die schreibt erst eine interne Adresse in einen ersten Schreibzugriff und startet dann nochmal einen zweiten Lesezugriff, in den dann eben der Temperaturwert zurückgelesen wird. Was ich hier angeben muss, ist einmal die Adresse von die I²C-Adresse, von der ich lesen will. Dann die interne Adresse, von der ich dann später lesen will. Und dann übergebe ich hier einfach mein Byte-Array. Und der weiß jetzt hier gleich, okay, das hat die Länge 2, also muss ich 2 Bytes zurücklesen. Okay, als nächstes möchte ich dann mal den Temperaturwert berechnen. Dafür muss ich das erste Byte, das ich zurückbekommen habe, um 3 nach rechts shiften. Und dann das zweite Byte, das ich gelesen habe, 5 nach links shiften. Und diesen Wert kann ich dann mal 0,1 zu 5 nehmen und dann bekomme ich den Temperaturwert. Woher habe ich diese Formel? Naja, die steht eben im Datenblatt. Gut, und jetzt kann ich den Temperaturwert ausgeben. Genau, und das soll es eigentlich schon gewesen sein. Und ich würde sagen, das mache ich nicht nur einmal, sondern das mache ich jetzt einfach mal in einer Endlosschleife, also while true. Drücken wir jetzt einfach einmal ein und hier unten machen wir dann noch sleep. Sagen wir, wir wollen alle halbe Sekunde auslesen. Okay, dann probiere ich mal, ob das funktioniert. Temp address is not defined.
Okay, das heißt Temprec, das war der Fehler hier. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Also aktuell scheint es in meinem Zimmer 23,7 Grad zu haben. Wenn ich jetzt meinen Finger hier auf den Sensor lege, müssten wir sehen, dass die Temperatur steigt. Genau. Warum ist es so warm in meinem Zimmer? Naja, ich habe ein Zimmer an der Südseite und aktuell scheint da die Sonne ziemlich rein, darum ist es auch ohne Heizung angenehm warm. Nicht, dass ihr jetzt meint, dass ich jetzt mal Energie verschwenden würde. Ist ja aktuell ein kritisches Thema. Okay, cool. Dann haben wir uns jetzt auch den Equalizer-Bus einmal angeschaut. Und ich muss mal auf die Uhr schauen, ich habe jetzt noch 20 Minuten. Das heißt, wir können noch ein bisschen über die Theorie vom SPI-Bus reden, aber das Beispiel kann ich euch leider nicht mehr zeigen. Ich hoffe, das ist für euch okay. Wenn nicht, ihr findet das Beispiel auch hier in diesem Foliensatz und ich werde auch, wenn ich die Materialien für diesen Vortrag hochlade, auch ein Beispielprogramm für SPI hochladen. Gut, also wie funktioniert jetzt genau, davor können wir noch mal kurz darüber reden, welche weitere nützliche Bauteile es für den Equalizer-Bus gibt. Naja, also es gibt auch ADCs, also Analog-Digital-Konverter und Digital-Analog-Konverter, die über Equalizer angesteuert werden können. Dann haben wir hier den BMP zu 80 Temperatursensor. Das ist ein relativ bekannter Sensor, der neben der Temperatur auch den Luftdruck misst. Man kann auch Displays anschließen, GPIO-Expander und einen Haufen Sensoren, wie zum Beispiel einen Beschleunigungssensor, Luftqualität, Messsensor und so weiter und so weiter. Gut, dann schauen wir uns noch mal kurz den SPI-Bus an. Also der SPI-Bus ist auch ein serieller Bus. Er folgt auch dem Master-Slave-Prinzip, hat jetzt allerdings vier Pins statt drei. Wir haben einmal einen Chip-Select-Pin, über den können wir jetzt hier den Slave auswählen. Also hier haben wir keinen Adressbit zum Beispiel. Dann haben wir Master-Output-Slave-Input-Pin, abgekürzt MOSI. Und das ist die Datenleitung, der Daten vom Master zum Slave übertragen werden können. Dann für die Gegenrichtung haben wir den Master Input Slave Output Pin. Und hier können eben Daten vom Slave zum Master übertragen werden. Und wir haben auch wieder eine Taktleitung hier. Der Pin wird abgekürzt mit SCK. Gut, wie funktioniert der SPI-Bus jetzt? Also hier rechts haben wir mal so einen Aufbau. Wieder hier eine Master, drei Slaves. Und ihr seht, jeder Slave hat hier einen Chip-Select-Pin. Okay, hier ist der Pin Slave-Select in diesem Bild. Und der Master hat eben drei Pins. Und es geht, während die ersten drei Leitungen, also Clock, MISO, MOSI, geteilt sind, also an alle Teilnehmer gehen, ist dieser Slave-Select-Pin immer bloß vom Master zu einem Slave. Wenn der SPI-Master jetzt zum Beispiel diesen Slave hier unten auswählen will, muss er einfach bloß diese Leitung hier auf Ground ziehen. Im Ruhezustand ist diese Leitung auf 3,3 Volt. Und dadurch, dass er diese Leitung auf Ground zieht, weiß der SPI-Slave 4, okay, die Daten, die gleich über diese drei Leitungen kommen, sind für mich bestimmt. Eine weitere Besonderheit von SPI im Gegensatz zu EQHC ist, dass das ein Full-Duplex-Bus-System ist. Das heißt, man kann gleichzeitig Daten senden und übertragen. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Also über den Slave-Select-Pin wählt jetzt der Master irgendeinen Slave aus und generiert dann eben einen Takt. Und am Master Output Slave Input Pin gibt er immer eben ein Bit aus und zu jeder Taktflanke liest der Slave dann dieses Bit eben ein. Gleichzeitig gibt der Slave zu jeder Taktflanke auch ein Bit an der Master Input Slave Output Leitung aus und so können eben Daten in beide Richtungen zuverlässig übertragen werden. Genau, ich hätte jetzt hier eine Beispielschaltung gehabt, in der ich zwei Schieberegister verwendet hätte. Also hier oben hätten wir einmal den Zustand dieser DIP-Switches eingelesen und hier drüben hätten wir quasi diese vier LEDs angesteuert. Aber das schaffe ich jetzt heute leider aus Zeitgründen nicht mehr. Dann, welche weiteren nützlichen Bauteile gibt es eigentlich noch für SPI? Naja, man kann einmal SD-Karten anschließen. Da habe ich auf meinem YouTube-Kanal auch ein kleines Video gemacht, das das erklärt. Das habe ich euch hier mal verlinkt. Dann auf dem Raspberry Pi Pico haben wir schon ein SPI-Flash. Und man kann natürlich auch externe SPI-Flashes kaufen, wenn man mehr Speicher braucht, um irgendwelche Daten darin zu speichern. Und die kann man auch über SPI anbinden. Dann kann man zum Beispiel noch RFID-Chip-Reader über SPI ansteuern, verschiedene Displays, zum Beispiel dieses Display von Nokia. Und GPIO-Expander und ADCs und DACs gibt es natürlich auch für SPI zu kaufen. Und noch eine coole Sache, die über SPI ansteuerbar sind, sind sogenannte Ethernet-Controller. Also wenn ich jetzt hier meinen Raspberry Pi Pico mit Ethernet verbinden möchte, kann ich einen von diesen beiden Chips hier kaufen und könnte den dann eben ans Internet anbinden. Gut,
Die nächsten Sachen überspringe ich jetzt und dann diskutieren wir noch kurz, wie wir denn online gehen können mit MicroPython. Dafür ist eben zunächst zu wissen, dass das nur bei manchen Boards defaultmäßig geht. Also wir brauchen irgendeinen WLAN-Chip oder eine Ethernet-Schnittstelle auf dem Board, dass das ohne zusätzliche Bauteile geht. Und eine WLAN-Schnittstelle bieten uns eben der Raspberry Pi Pico W, der ESP32 und der ESP8266. Aber ihr könnt euch dieses Online-Gehen mit MicroPython jetzt nicht so vorstellen wie bei einem normalen PC, bei dem man den Browser aufmacht und dann eben auf irgendeine Webseite surft. Nein, die Realisierung der Online-Zugriffe geschieht hier über Socket-Server oder Clients. Also man verbindet sich mit einem Web-Socket, zum Beispiel macht einen Socket für einen Webseiten-Server auf und über diesen Socket kann man dann eben einen Web-Server betreiben. Eine Aber warum nehme ich da eigentlich MicroPython her? Das Ganze kann ich doch auch mit einer anderen Programmiersprache, zum Beispiel C, C++ oder Rust, machen. Naja, die Vorteile von MicroPython gegenüber dieser drei Programmiersprachen ist, dass das Setup wesentlich einfacher ist. Wir müssen wirklich nur dieses MicroPython-Binary auf den Chip ziehen und können dann mit Tony alles programmieren. Bei C oder C++ müssten wir erst noch einen Compiler installieren, vielleicht noch einen Debugger. Dann bräuchten wir ein Software Development Kit, also Software, die meist vom Chiphersteller kommt, in dem schon Treiber für zum Beispiel LEDs oder SPI mitgeliefert werden. Und dieses Setup ist wesentlich aufwendiger für C, C++ oder Rust als für MicroPython. Dann verlieren wir, wenn wir, oder mit MicroPython haben wir noch diese interaktive Python Shell über UART. Also wir haben halt einfach die Möglichkeit, hier direkt unsere Befehle einzugeben, zum Beispiel jetzt mal print hello, und dieser Befehl wird sofort auf dem Controller ausgeführt. Also ich könnte jetzt auch hier diesen Lesebefehl nochmal starten, ja. Und der wird automatisch ausgeführt. Das ist natürlich super, weil ich brauche mich dann nur mit dem Target zu verbinden und kann meine Befehle da eingeben, ohne dass ich das erst den Quelltext schreiben müsste, dann den Quelltext kompilieren müsste, dann auf das Mikrocontroller laufen lassen müsste, da ist so eine interaktive Shell natürlich wesentlich komfortabler. Und was auch noch cool ist an MicroPython, bei MicroPython ist die Schnittstellenansteuerung über die ganzen verschiedenen Chips relativ einheitlich. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Programm für den Raspberry Pi Pico geschrieben habt und das jetzt auf dem ESP32 laufen lassen wollt, braucht ihr bloß sehr wenige Anpassungen und es läuft. Wenn ihr jetzt in C oder in Rust programmiert habt, kommt es auf dieses Software Development Kit an, ob die Treiber ähnlich implementiert sind. Und wenn es blöd läuft, müsst ihr das komplette Programm neu schreiben. Und ihr braucht beim Raspberry Pi Pico und beim ESP32 auch einen anderen Compiler, weil die verschiedene Architekturen haben. Also es ist wesentlich aufwendiger, Programme zu portieren. Nachteile von MicroPython gegenüber C, C++ oder Rust sind, dass diese Programmiersprachen meist effizienter und schneller sind als MicroPython, weil da muss kein Interpreter laufen, sondern die können wirklich einfach den Binärcode einlesen und das ist meistens schneller und einfacher. Ein weiterer Vorteil ist von Rust oder C, dass die Binaries, also die Programmcodes, meistens auch kleiner sind als diese langen Textdokumente bei Python und deswegen komplexere Programme in dieses SPI-Flash von Raspberry Pi Pico zum Beispiel passen. Gut. Aber was ich euch gezeigt habe, könnte ich doch mit einem normalen Raspberry Pi auch machen. Also warum soll ich einen Raspberry Pi Pico verwenden? Naja, die Vorteile des Raspberry Pis gegenüber des Raspberry Pi Picos die Vorteile von MicroPython gegenüber den Raspberry Pi sind, dass MicroPython wirklich auf Hardware-Zugriffe optimiert ist. Also beim Raspberry Pi ist es so, mit denen kann man auch auf die Hardware zugreifen, aber das ist jetzt nicht der primäre Zweck davon. Während bei MicroPython der Hardware-Zugriff immer an erster Stelle steht. Ein weiterer Vorteil ist schnellere Bootzeiten. Also der Raspberry Pi Pico, wenn man den anschließt, kann man den sofort eigentlich verwenden, wenn der Raspberry Pi erst einmal aufwendig das Betriebssystem laden muss. Und man hat jetzt auch keinen Overhead vom Betriebssystem. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Und das habe ich auch noch vergessen zu erwähnen, der Preis ist natürlich auch ein ganz anderer. Also für den Raspberry Pi zahlt man mittlerweile, wenn man einen für 30 Euro findet, kann man eigentlich glücklich sein, wenn es der Raspberry Pi Pico eben nur 5 Euro kostet. Ein Nachteil davon ist natürlich, der Chip ist billiger, weil er wesentlich weniger Rechenleistung und wesentlich weniger Speicher mitbringt.
Dann, wenn man jetzt mit Raspberry Pi auf Python irgendwelche Schnittstellen in Betrieb nehmen möchte, gibt es eine Vielzahl von Modulen. Also ich habe schon erwähnt, wenn man jetzt ein Display ansteuern möchte, ist die Chance sehr hoch, dass es schon eine fertige Python-Library für dieses Display gibt. Beim Raspberry Pi Pico gibt es auch schon einige Module, aber noch nicht ganz so viele wie für den Raspberry Pi. Und das Nachinstallieren dieser Module ist auch schwieriger. Okay, wenn man einen Raspberry Pi Pico mit WLAN hat, kann man auch Pip hernehmen, um diese Pakete nachzuinstallieren. Beim regulären Raspberry Pi Pico ist es allerdings etwas schwieriger, da muss man auch hier über Tony diese Bibliotheken rüberschubsen. Okay, und ein weiterer Nachteil ist, man hat halt kein Betriebssystem. Wenn man zum Beispiel komplexe Sachen machen möchte, also sagen wir, ich möchte einen Webserver anbieten, im Hintergrund läuft noch eine Datenbank und ich möchte noch auf GPIO-Pins zugreifen, dann ist das mit einem fertigen Betriebssystem meistens einfacher zu realisieren, als es mit MicroPython und dem Raspberry Pi Pico. Okay. Also wir haben jetzt eigentlich gesehen, dass mit MicroPython sich ja mit Raspberry Pi Pico relativ komfortabel programmieren lässt. Ich habe jetzt noch 9 Minuten Zeit und diese Zeit möchte ich jetzt gerne noch nutzen, um euch noch ein paar Kleinigkeiten zu zeigen, die eigentlich auch ganz praktisch sein können. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen wollen, wir haben jetzt hier dieses Programm geschrieben, um jetzt da zum Beispiel eine LED blinken lassen zu können. Ich notiere das mal schnell wieder ein. Im Moment geht es so auch. Einkommentieren. Und jetzt möchte ich quasi, dass dieses Programm automatisch gestartet wird, wenn der Raspberry Pi Pico gestartet wird. Wie kann ich das machen? Naja, MicroPython bietet mir die Möglichkeit, eben dieses Programm auf den SPI-Flash des Raspberry Pi Picos zu speichern. Dafür muss ich jetzt einfach bloß auf Datei speichern unter. Und hier wähle ich jetzt nicht den PC, sondern ich wähle jetzt Raspberry Pi Pico aus. So, hier kann ich einen Dateinamen übergeben. Wenn ich das Ganze main.py nenne, wird es automatisch beim Start ausgeführt. Dann klicke ich hier mal auf OK. Das dauert jetzt ein bisschen, das Programm zu speichern. Und jetzt, wenn ich hier den mal einmal abstecke und wieder einstecke, sieht man, dass das Programm gestartet wird und es blinkt jetzt die LED. Also das ist auch noch eine relativ coole Eigenschaft von MicroPython. Man kann also auch Python-Skripte auf den Raspberry Pi Pico ablegen und dann sofort automatisch starten. Eine weitere Sache, die ich euch noch nicht gezeigt habe, ist, wie man Skripte debuggt. Also sagen wir mal, ich möchte jetzt dieses Blinking-LED-Skript gerne debuggen. Dafür mache ich es mal noch mal kurz hier lokal auf. Und ich verbinde mich mal schnell wieder mit meinem Raspberry Pi Pico. So, bin wieder verbunden. Und um das Ganze jetzt zu debuggen, ah, okay, debuggen scheint leider beim Raspberry Pi Pico nicht zu gehen. Das geht da scheinbar nur bei regulären Python. Das ist schade. Aber ist halt das so. Okay. Und noch eine weitere Sache, die ich euch nicht vorenthalten will, ist, okay, hier haben wir jetzt diese Tony-IDE, aber manche, ich zum Beispiel, benutzen gerne den Texteditor Vim oder irgendeinen anderen Texteditor und dann kann man natürlich auch mit den Programmen von Raspberry Pi Pico schreiben. Also allgemein ist es so, dass dieser Raspberry Pi Pico einfach wie eine serielle Schnittstelle erkannt wird. Das haben wir schon gesehen, als ich dieses Troubleshooting gemacht habe. Also das ist einfach eine serielle Schnittstelle. Und ich mache Tony jetzt einfach mal zu. Und das mache ich mal ein bisschen größer. Wenn ich jetzt einen seriellen Terminal wie zum Beispiel Screen aufrufe und hier dev tty und hier diese serielle Schnittstelle übergebe und die Baud Rate, die jetzt hier 115.200 ist, dann komme ich hier jetzt eben auch auf die Python Shell normalerweise. Okay, habe ich die falsche Baud Rate angegeben? Okay, ich powercycle das Ganze noch mal kurz. Genau, und jetzt bin ich hier quasi auch auf diesem Controller und kann eben hier auch irgendwelche Befehle eingeben und die werden ausgeführt. Und wenn man jetzt halt ohne Tony Programme laden oder aus dem Raspberry Pi Pico laden möchte, gibt es da auch eine Möglichkeit. Dafür gibt es das Paket MPI. Ich muss mal kurz schauen, ob ich das hier bei mir installiert habe. Nein, habe ich leider nicht installiert, also das kann man über pip install Adafruit MPI installieren und dann kann man eben auch zum Beispiel so Programme, die beim Start auf den Raspberry Pi ausgeführt werden sollen, übertragen und starten zum Beispiel. Oder man kann auch Programme, die man lokal auf dem PC liegen hat, auf den Raspberry Pi Pico ausführen. Das ist da eben auch alles möglich. Genau, gut. Dann bin ich eigentlich am Ende.
Ich finde, ich habe euch jetzt eigentlich relativ schön gezeigt, wie man mit MicroPython erste Programme schreiben kann, wie man mit MicroPython die Programme auf den Raspberry Pi Pico laufen lässt. Ich finde, die wichtigsten Schnittstellen sind wir jetzt auch durchgegangen und ihr solltet jetzt in der Lage sein, anhand von den Foliensatz hier auch selber verschiedene Schnittstellen in Betrieb nehmen zu können. Ich habe es leider SPI, UART und die PWM nicht geschafft, aber da findet ihr auch sehr viele Informationen über den online. Also ich hoffe, euch hat der Vortrag gefallen und ihr habt gesehen, dass mit MicroPython das relativ angenehm ist, einen Mikrocontroller zu programmieren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal MicroPython probieren würdet und auch mal eure ersten Projekte mit den Raspberry Pi Pico starten würdet. Gut, das war's von mir. Ich bedanke mich und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Ciao.